Weiter geht's bei Baba is You. Wir werden heute wahrscheinlich diese Welt abschließen. Und direkt machen wir weiter mit Level 12. Schließ die Tür. Ja, das kennt ihr natürlich. Eltern kommen rein, wollen irgendwas und gehen dann wieder, ohne zuzumachen. Baba is You. Welt ist Shift. Bug is Push. Bug is Bug. Lol. Welt ist Welt. Lol. Text is Float. Hedge is Stop. Fungus Love is Defeat is Win. Alles klar. Also wir haben auf jeden Fall einiges. Also, wir können das hier am Ende wahrscheinlich schieben, damit Love Win ist. Aber wenn wir das machen, kann ich kurz zeigen, dann können wir hier nicht mehr durch. Weil dann ist Fungus Defeat. Das heißt, wir müssen hier durchkommen, das aktivieren, da unten rechts, und dann hier reinkommen. Ich gehe mal davon aus, dass wir es entweder mit dem Käfer machen, weil aus irgendeinem Grund existiert der hier. Oder machen sie das mit irgendwas anderem? Okay, das ist jetzt ein Softlock hier. Hier gibt es nichts. Ich kann den nicht schieben. Ich kann ihn halt, wenn ich will, so schieben, aber. Wie soll mir das helfen? Ich bleib Baba. Bug and Baba würde ich jetzt gerne machen, aber das funktioniert nicht. Bug is Baba is You. Würde wahrscheinlich auch nicht funktionieren, glaube ich. Ich kann es mal ausprobieren, aber ich glaube nicht, dass was hilft. Achso, es geht ja gar nicht. Bug ist Bug, deshalb geht das nicht. Okay, ja gut. Ja, wie gesagt, das ist keine Ahnung. Belt ist Push? Belt ist Push. Das ist so eine Situation, hier würde ich mir halt sehr gut vorstellen können, dass der Käfer irgendwie Move ist und dann hier irgendwie schafft es hier runter und dann haben wir halt hier das Belt, was einen dann hinschiebt und dann können wir währenddessen nach da oben, aber es gibt hier keinen Move, also bin ich jetzt eigentlich schon ziemlich stuck, muss ich sagen. Jetzt schon keine Ahnung, was ich hier machen soll. Okay, ich habe mir jetzt die Lösung angeschaut, weil ich verstehe es ja einfach nicht und ja, die Lösung. Darauf hätte ich kommen können. Aber ich glaube, dafür hätte ich jetzt die Geduld nicht. Also, wir wollen Belt ist Push, damit wir es aus dem Weg räumen können. Ne? Wir räumen es erstmal aus dem Weg. Das Belt legen wir hier hin, glaube ich. Jetzt wollen wir den Käfer da rausbewegen. Und ja, den kann man rausbewegen. Ich habe mich die ganze Zeit blöd angestellt, aber man kann ihn rausbewegen. Bin mir gerade nicht sicher, wie das geht. Eventuell. Ah, okay. Man kann machen, Baba ist Shift. Und so kann man ihn dann rausbewegen. Also wenn er nicht pusht, ist meine ich. Ja. Weil sind wir Shift, also durch uns bewegt er sich jetzt. So. Und was wir jetzt tun wollen, ist das hier richtig hinstellen. Ungefähr so. Und dann wollen wir das alles wieder hier oben aufbauen, damit wir direkt durchkommen. Ne? Und ja, wie gesagt, darauf wäre ich wahrscheinlich auch gekommen, aber ich, ja, keine Ahnung. Wollen wir jetzt lieber anschauen. Nee, Bug ist Push ist falsch. Das Push brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir brauchen jetzt Belt ist Shift. Das brauchen wir jetzt noch. So. Warte, das Shift als letztes. Und zwar in dieser Reihenfolge. Man kann es auch andersrum machen. Und jetzt schnell durch. So. Jetzt schiebt ihr das da weg. Und wir sind durch. Ja. Schwierig, aber nicht zu schwierig. Ist in Ordnung, würde ich sagen. Doch, wie sieht's mit den anderen Leveln aus? Ich meine, hier ist noch ein Bonus-Level und hier sind noch zwei weitere. Kommt dann noch ein Bonus-Level? Finden wir es da raus. Level 13, Fabrik. Hatten wir nicht schon ein Fabrik-Level? Oder so eine Welt oder sowas? Ich meine, das hatten wir schon mal. Nee, hatten wir nicht. Das ist neu hier. What the hell? Box is weak. Bug is defeat. Door and wall is stop. Box has key. Und Key is you and weak. Wir sind der Key. Und wir haben aber eine Box in uns. Key is open. Door is shut.
Drag a Spin. Also was wir machen wollen, ist uns die ganze Zeit duplizieren, um hier durchzukommen. Aber durch die sterben wir. Bug is defeat. Die kriegen wir nicht weg. Ja, und die Wall ist stop. Und was machen wir? Also wenn wir Weak wegmachen, dann kommen wir da immer noch nicht durch. Aber die Wand hält sich mal auf. Ja, doch, eigentlich schon. Key is you and box? Nee. Das ist schwierig. Box has you. Nee. Box has key. Und was ist, wenn wir machen... Key has box, weil so wie ich es eigentlich verstanden hatte, wäre es so. Ja, dann sind wir eine Box. Okay. Wie kommen wir damit weiter? Wir könnten auch machen Box. Ah ne, können nicht Is machen. Wir haben kein Is. Ja gut. Nee, hilft mir nicht. Ja, dann bin ich eine Box. Wie kann ich das denn machen, dass ich gleichzeitig Box bin? Ah, warte, ich habe eine Idee. Und zwar Key and Box is you. Da muss ich jetzt ein bisschen umordnen. Hier, Box and Key is you. Ah, dann kann ich mal die da hinten bewegen, theoretisch. Kann ich auch stacken? Ich kann die kaputt machen. Ich glaube, das sollte ich lieber nicht tun. Box. Wait, Box and Key is you. Das Has kann ich jetzt aber nicht benutzen. Das ist doof. Na gut. Kann ich hier durch? Nee, das killt die. Was will ich machen? Könnte ich die jetzt umwandeln? Also könnte ich jetzt hier umprogrammieren? Ups. Zum Beispiel sagen, Box has key is you. Ja gut, aber so viel hilft das nicht. Oder? Nee, Wand geht nicht. Wieso ist hier eigentlich so eine große Lücke hier unten? Ich habe das Gefühl, das könnte was bedeuten. Wisst ihr? Ansonsten, was könnte noch was bedeuten? Ich meine, hier unten ist eine große Schlucht, wo wir sterben können, wo nichts passiert, wo wir nichts machen können ansonsten. Ich meine, ich kann den Key abgeben. Da habe ich nur noch die Boxen hier. Aber dann komme ich hier nicht mehr raus, ich bin hier stuck. Ich kann weder die Wörter hier bewegen, noch irgendwas anderes tun. Was will ich mit den Boxen hier, frage ich mich. Was will ich mit denen? Wie sollen die mir helfen? Oh, das Einzige, was mir jetzt einfallen würde, ist, ich schieb da ein Wort durch mit einem anderen Wort, zum Beispiel has, funktioniert ja nicht. Nee. Das and, was würde es mir bringen, das Weak wegzuschieben? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll, dass ich Bug is defeat and Weak schnell genug hinkriege. Und gleichzeitig halt Box and Key is you hab. Das muss ich mal wieder nachschauen. Da habe ich keine Ahnung. Mein Gehirn kriegt diese Level nicht hin. Das Spiel wird viel zu schwer für mich. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, ich muss aber auch dazu sagen, es ist einer der schwierigeren Puzzle Games. Also Baba is you. Von daher. Ich kann ja nichts machen. Was zur Hölle? Okay. Ja, also ich habe mir schon gedacht, dass ich es hier irgendwie rüberschieben muss, aber ich habe mich nicht getraut. Okay, vielleicht hätte ich es einfach machen sollen. Aber ja, was man tun soll. Ich überlege gerade, ist das richtig? So
ist richtig, es ist richtig, es ist nicht richtig, es ist richtig, warte. Es müsste richtig sein. Also, wir schieben das hier rüber. So. Aber jetzt sind da... Achso, lass uns das lieber oben machen am besten, glaube ich, oder? Auf jeden Fall sind hier jetzt zwei Worte auf der anderen Seite. And und weak. Was ich jetzt machen kann, ist Box to. Darauf bin ich nicht gekommen, muss ich zugeben. So, und klar können wir das jetzt nicht wirklich verschieben. Wir können es so verschieben, aber es hilft nicht wirklich. Was man machen kann... Deshalb ist da unten noch dieser Block. Man kann so einen Hut machen. Hier, jetzt haben wir so einen Hut. Und dann ziehen wir ihm dem an. So, hier ist dein Hut. Schieben wir mit dem... das rüber. Ja, den nach oben schieben. Das ist ein bisschen zu weit nach oben. Ja, ungefähr so. Und dann den Hut anziehen. Und dann haben wir Bug is defeat entry. Genau das, was ich gesagt habe. Und jetzt haben wir es eigentlich. Fast. Genau. Jetzt haben wir noch genug Kisten, um da unten alles aufzumachen. Denn jetzt machen wir... Ja gut, das ist jetzt ein bisschen problematisch. Ah nee, ist es nicht. Haha, das funktioniert. So. Und zwar Box has key. Und jetzt sind da keine Keys drin. Warum sind jetzt keine Keys drin? Oder sind da... Nee, es sind keine Keys drin. Oh! Ich dachte, wenn ich die kaputt mache, dann sind die kaputt und da kommt kein Key raus. Aber doch, die stecken aufeinander und das sieht man einfach nur nicht. Ja. Na gut. Also hier wird das Spiel wirklich extrem knifflig. Aber wir sind schon fast durch. Komm, das machen wir heute noch durch. Kleine Weide. Eine kleine Weide. Fences stop. Wall is stop. Das ist ein Win-Button, okay. Baba is you. Keke is Shift. Keke is push. Flag is telle. Keke is Keke. Okay. Das heißt, wir können Keke pushen. Die Flaggen teleportieren uns. Und hier haben wir einen Win-Button. Den wir noch nicht rauskriegen können. Noch gar nicht. Und wir können auch nichts reinschieben. Keke Tele machen bringt nichts. Es gibt nirgendwo einen anderen Keke. Also es bringt nichts. Push. Wir können die Flagge aber pushen, merke ich gerade. Um was anderes durchzuschieben? Vielleicht? Was könnte ich denn gebrauchen? Ich schätze, ich könnte das Keke und das Is gebrauchen, aber ich krieg nur das Is raus. Warte mal, Shift? Keke ist Shift. Keke ist Push. Pushen Keke mal durch den Teleporter. Und dann, wenn er wieder zurückkommt, schubse ich ihn weg. Es geht nicht. Warte mal. Dann habe ich es vielleicht falsch. Vielleicht muss ich dann erstmal Keke dahin schieben. Ja, er soll doch in die Richtung schauen. Dann das Shift. Wie funktioniert das? Gar nicht. Weil wir nur nach oben gucken. Das mit Flag is Push, was ich gerade hatte. Nee. Das funktioniert ja nicht. Nee. Was? Was? Ha? Wie wär's, wenn wir es dann einfach andersrum versuchen? Also, wenn wir es so versuchen. Andersrum. Jetzt noch Shift machen. Aha! Nein, das ist doch schon mal ein Vorteil. Wir haben jetzt zumindest schon mal was. Aha! Ja, not bad, not bad. Jetzt können wir das Win her teleportieren. Und
dann haben wir einen Win-Button. Den muss ich jetzt hier noch rausschieben. Okay. Jetzt ist halt das Problem. Irgendwas muss ich Win machen. Aber wie? Ich krieg die beiden Worte hier oben nicht raus. Und die Flag konnte ich aber auch nicht bewegen am Anfang des Levels, ne? Das ist ja hier unten stuck. Wenn der hier unten ist, dann krieg ich den nicht raus. Oder? Ist ja schön und gut, dass ich hier so ein Is rausnehmen kann, aber helfen tut mir das halt leider nicht. Nicht, dass ich wüsste. Irgendwie muss ich ja hier Keke runterkriegen. Oder Flag oder sonst was. Das funktioniert einfach nicht, das geht nicht. Oha, ich sehe gerade, dass ich es vorher, als ich gedacht habe, ich habe es falsch rum, war das sogar richtig rum. Und jetzt gerade habe ich es falsch rum gemacht. Das heißt, wir wollen tatsächlich Keke hier oben haben. Und wir wollen das tatsächlich so haben, dass... Verdammt, jetzt habe ich es falsch, warte. Dass Flag Tele ist und dass Keke pusht. Shift. Genau, so. Weil das Win können wir ja trotzdem hier durchschieben. So. Ja, und jetzt können wir es hochheben hier. Tatsache. Ey. Ey! Wieso? Was zum... Keke ist doch Win. Oh, er ist aber Shift. Ja, dann machen wir die Flag. Komm. Das geht auch. Okay, bisher das einfachste Level von heute. Und jetzt haben wir Schädelhaus. Extra 2 Schädelhaus. Ja, ich kann mich an dieses Level erinnern. Text is float, water is sink, bubble is you, rock is push, key is push. Ich glaube, hätte ich dieses Level direkt nach dem anderen Skull-House-Level, sag ich mal, gespielt, dann hätte ich jetzt mehr Info. Aber ich weiß gar nicht mehr, was ich gemacht habe. Skull and Door is stop. Okay, also was kann ich machen? Ich muss, was will ich immer machen? Achso, stimmt. Ich habe da irgendwie Tür aufgemacht, Wasser entfernt und dann bin ich da rübergekommen. Aber wie muss man es hier machen? Warte mal, habe ich nicht irgendwie die ganzen Wörter zusammengesammelt, damit ich da links was herholen kann oder verschieben kann oder so? Das Stop zum Beispiel? Ich schaue mir nochmal das erste Level an, weil ich weiß gerade nicht mehr, wie das war. Ah, vorher war das hier ein Haus voll mit Liebe, mit so Herzen. Jetzt sind hier Skulls. Und wir haben uns irgendwie verdoppelt. Mit irgendwie Rock is Key, is Baba oder sowas. Und dann sind wir durchgegangen. Wollten einen von uns opfern und dann den anderen das schnappen. Jetzt geht's halt natürlich nicht. Oder? Warum geht's nicht? Probier's mal aus. Ich weiß gerade nicht. Einfach aus. Warum habe ich hier Push? Rock is is. Warum habe ich zweimal is? Hier fehlt mir ein and, was ich vorher hatte. Ja gut, das funktioniert auf jeden Fall nicht. Ich kann trotzdem sagen, Key is Baba. Key ist voll Baba, Alter. Ja, das kann ich sagen. Da geht's nicht lang. Baba is Key wird, glaube ich, nicht funktionieren, oder? Ich probiere es trotzdem mal. Weil, warum nicht? Dun, 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 dun. Nee, warte mal. Warum habe ich... Ich habe gleich von vorne angefangen. Lol. Voll vergessen. Das war noch gar nicht ein Key. Rock is Baba. Rock is Key is Baba. Was ist das? Ich versuch's mal. Ups, nicht in die Wand am besten. Rock is Key is Baba. Das versuche ich jetzt, das ist mein Plan. Mhm, mhm.
schiebe ich direkt mal alles dahin, wo es sein soll. Und dann zack. Hat sich zweimal verwandelt, habt ihr gesehen? Rockus Key, okay. Ah, Rockus Baba, okay. Ja, das hat er sich verwandelt. Das will ich aber gar nicht, tatsächlich. Das will ich tatsächlich nicht. Ich möchte eigentlich nur Key. Und dann möchte ich Key ist Push. Ups. Warte. Und dann haben wir ja was auf. Das Problem ist, dass ich da dann nicht mehr durchkomme. Den Key dürfen wir nicht verlieren. Das ist der zweite Entity. Wir brauchen zwei Entities und das ist der zweite. Den dürfen wir nicht verlieren, sonst. Das wollen wir nicht. Vielleicht muss ich erstmal den Rock dahin pushen. Na gut, mehr kriege ich aber auch nicht hin. Das Problem ist ja einfach, dass ich kein Pass oder kein End oder sowas habe. Und nur mal kurz ausprobiert. Ich komme nicht zufällig hier durch, oder? Nee, die ist stuck. Okay, ist eine Wand. Wo steht denn das? Skull and Door Stop. Ah, okay, da links, wo ich hin wollte. Okay, nee, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Legit nicht. Okay, ganz ehrlich, die Lösung finde ich mal wieder irgendwie blöd. Weil das ist wieder etwas, das wurde nicht erklärt. Das ist mal wieder etwas, was nicht erklärt wurde. Und es nervt, wenn das sowas der Fall ist. Ich brauche wirklich Tutorial-Level in diesem Spiel. Es gibt so eine ganz kleine Anzahl an welchen, aber es ist wirklich nicht genügend. So, was wir nämlich machen wollen, ist gleichzeitig Rockus Key machen und gleichzeitig Rockus Baba. Was nämlich dann passiert, ja, ist folgendes. Rock ist Baba. Nee, warte. Rock ist Key. Aber Rock ist gleichzeitig Baba. Und das Spiel kann sich handeln und gibt nur zwei Babas. Warum? Nee, jetzt mal ganz ehrlich, warum? Das finde ich dumm. Wieso funktioniert das so? Das fühlt sich an wie ein Programming Error oder so, was jetzt als Feature hier dargestellt wird. Ich finde es dumm. Aber ist jetzt auch egal. Und zwar müssen wir jetzt das machen, was offensichtlich ist, was man tun soll. Und zwar nicht beide Babas nebeneinander haben, weil das ist eine dumme Idee tatsächlich. Sondern was wir eigentlich haben wollen, ist halt, sie so ein bisschen spacen. Ein bisschen reicht sogar. Damit wir das Is hier rausbekommen. Ja gut, dann sitzen sie zusammen, egal. Kommt knutschen, mir egal. So, Key ist Push. Und Key kommt hier durch. Baba kommt hier durch. Und wir sind durch mit dieser Welt. Tree is Shifts. Wow, da ist Steam Overlay. Wie findet ihr das eigentlich? Na, ist auch egal. So, und beim nächsten Mal, keine Ahnung, wie lange die Folge ist, aber ich sag's jetzt einfach so, beim nächsten Mal machen wir dann die nächste Welt. Wo ist denn die? Das ist die hier. Wir haben jetzt 5 Welten von 10. Ich glaube, es gibt 10, das sind die 9, 8, 7, keine Ahnung, 6. Okay. Dann würde ich sagen, Raketenflug ist die nächste Welt. Ui, das sieht echt schick aus hier. Wisst ihr was? Ich will das erste Level direkt machen. Leer. Ich will einen kleinen Einblick bekommen. Für euch natürlich auch. Oh, alles so klein. Baba is you. Bell is shift. Cloud, also Wolken, ist stop. Flag is win. Und empty is empty? Das heißt, alles was kein Feld ist? Warum läuft das Spiel flüssiger auf einmal? ja. Wir kommen hier nicht durch, weil Bell is shift. Wir können aber empty ist cloud machen. Also alles ist cloud, wo nichts ist. Ja, und dann sind wir stuck. Hat jemand den P-Switch aktiviert? Aber er geht nicht weg, der P-Switch. Er bleibt. Baba ist empty. Wir könnten machen, Baba ist empty. Boah, habt ihr gesehen, wie er weggezogen wurde? Zoom. Goodbye, cruel world. I don't feel so good. Weg ist er. Wirklich weg. Diesmal. Nicht nur tote Leiche, ist wirklich einfach weggelöscht worden. Empty is flag? Was sollte das bedeuten? Oh! Cool! Cool! Okay! Ja! Okay! Ja! Ja! Okay! Cool! Das war ein cooler Einblick! Ich bin gespannt, wie die Welt sein wird. Bestimmt richtig cool.